Willkommen zurück auf meinem Kanal, wer mich nicht kennt. Mein Name ist Ellie. Willkommen in der Familie. Es ist Zeit, mal wieder ein normales Make-up-Tutorial zu machen, denn das habe ich schon länger nicht mehr gemacht und viele von euch haben sich das gewünscht. Und ich bin mit diesem Look hier rausgekommen. Das soll ein bisschen weihnachtsinspiriert sein und so. Passt ja, ne, zu dieser Jahreszeit gerade. Es ist nicht ganz so gelaufen, wie ich eigentlich wollte, aber man kann nicht alles haben im Leben, ne? Es sollte eigentlich rötlicher werden und nicht pink, aber das Glitzer, das ich hatte, war viel zu groß für das, was ich machen wollte. Und deswegen, ja. Viele fragen mich auch schon nach meinen SFX-Tutorials, wann die mal wieder kommen. Und ich kann sagen, ich habe welche geplant, aber ich brauche immer viel Vorbereitungszeit. Und momentan bin ich so oft weg, also nicht zu Hause, ohne dass es geplant war, dass ich nicht weiß, wann ich sie machen soll. Ich versuche es wirklich. Ich versuche euch auch diesen Monat noch welche zu geben. Aber ich kann gerade nichts versprechen, weil es echt ein bisschen viel ist, weil ich jetzt doch relativ oft weg musste. Aber dafür machen wir heute ein normales Make-up-Tutorial, das ist ja auch schon mal was. Wir machen heute mal wieder eine Runde Voice-Over und ich würde mal sagen, wir verlieren gar keine Zeit mehr und fangen einfach an. Okay, als Foundation habe ich heute mal die NYX Total Control Drop Foundation benutzt. Ich wollte die einfach mal ausprobieren. Ich fand die eigentlich gar nicht so übel, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halte. Also ich teste sie noch ein bisschen. Concealer, alles wie immer, mein Tarte Shape Tape, ihr kennt das ja schon. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber es ist einfach wie immer. Ich habe übrigens diesen neuen kleinen Beauty Blender ausprobiert und der ist wirklich super, super strange. Ich weiß noch nicht genau, ob ich ihn cool finde oder nicht, weil der so anders ist. Ich weiß noch nicht genau, aber ihr werdet schon mal davon hören, nochmal in einem anderen Video bestimmt. Den Concealer sette ich mit meinem Laura Mercier Puder wie immer, vor allen Dingen auf dem Lid nochmal so ein bisschen, einfach damit alles eben nicht in die Fältchen verrutscht und alles da bleibt, wo es sein soll. Ich habe mir heute auch ordentlich dramatische Augenbrauen verpasst. Das war auch so ziemlich das Einzige, was ich an diesem Look wirklich mochte. Und zwar habe ich das mit meinem Anastasia Beverly Hills Dip Brow in Ash Brown gemacht, wie immer. Aber ich finde, heute sind sie echt, echt gut geworden, weil ich wusste, dass der ganze Look so ein bisschen dramatischer sein soll. Der ist ein bisschen weniger dramatisch geworden, als ich wollte. Aber deswegen habe ich meine Augenbrauen relativ dramatisch gehalten. Okay, dann zoomen wir mal eine Runde rein. Ich habe der Huda Beauty Rose Gold Palette eine zweite Chance gegeben heute und das helle Beige über dem kompletten Lid aufgetragen. Einfach, ja, komplett drüber. Dann habe ich dieses hellere Braun hier als Transition-Farbe benutzt und das in dem Innenwinkel, nee, oh Gott, in der Lidfalte aufgetragen. Nicht im Innenwinkel, bitte, bitte hört nicht auf mich, es war in der Lidfalte. Und das habe ich dann eben schön ausgeblendet, vor allen Dingen wieder mit meinem allerliebsten Blendepinsel von NYX. Ich weiß, es hängt euch schon zum Hals raus, aber ich liebe diesen Pinsel. Ich habe dann das Rot aus der Palette genommen und wisst ihr, was passiert ist? Die Kamera hat nicht weitergefilmt. Dankeschön. Ich könnte schwören, dass sie gefilmt hat, weil ich schaue eigentlich immer nach. Aber sie hat nicht gefilmt. Ich habe das einfach komplett auf dem ganzen Lid aufgetragen und so ein bisschen reingeblendet in die Lidfalte. Es war ein bisschen schwierig, das aufzubauen, weil das ist echt nicht so wirklich gleichmäßig deckend und nicht super, super pigmentiert. Ich weiß nicht, ob das nur meine Palette ist oder ob es anderen mit der Palette auch so geht. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, falls ihr die habt, weil das war echt ein bisschen schwierig. Und als nächstes habe ich das dunklere Rot genommen und das in die Lidfalte geblendet, einfach noch so ein bisschen verdunkelt. Ebenso im Außenwinkel und so ein bisschen im Innenwinkel. Ja, ihr seht ja, was ich mache. Dann habe ich noch das Schwarz ganz vorsichtig am Außenwinkel gesetzt und gut ineinander geblendet. Das sollte nicht so wirklich schwarz sein, sondern einfach gemischt mit dem dunkleren Rot so ein bisschen Tiefe geben, aber eben nicht so richtig offensichtlich schwarz. Mit dem Finger habe ich den roten Schimmerton aufs Lid aufgetragen und ein mittleres rötliches Braun am unteren Wimpernkranz entlang aufgetragen, einfach um das so ein bisschen auszusmoken, wie man so schön sagt. Im Innenwinkel habe ich das Gold aus der Palette aufgetragen und noch so ein bisschen drunter. Das war jetzt nicht unbedingt meine beste Wahl, glaube ich, aber ja, so ist es halt nun mal. Dann habe ich meinen Stila Glitzer rausgekramt, was viel pinker war, als ich gedacht habe. Es sah irgendwie mehr rötlich aus, als es dann letztendlich auf dem Auge aussah, was mich ein bisschen traurig gemacht hat. Aber das einzige rote Glitzer, was ich hatte, war sehr grob und das war ein bisschen zu viel für diesen Look. Zumindest dachte ich das zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Um das noch so ein bisschen mehr Glam zu machen, dachte ich mir, ich setze noch so einen richtigen schönen Eyeliner drauf. So einen ganz, ganz klaren, präzisen Eyeliner. Und das habe ich mit Liquid Liner dieses Mal gemacht, weil ich über Glitzer arbeite und das mit einem Liquid Liner einfach viel, viel einfacher geht. Kleiner Tipp am Rande, falls ihr ein bisschen Probleme mit so Stiften oder sowas habt. Dann war es Zeit für Mascara und Wimpern. Das sind von House of Lashes welche, aber ihr könnt natürlich nehmen, was ihr möchtet. Für mein Gesicht habe ich jetzt die NYX Konturpalette genommen und den mittleren, ja, Konturfarbton benutzt und einfach damit ganz normal mein Gesicht konturiert, wie immer. Als Bronzer, wer hätte es gedacht, nehme ich Hoola Light. Das ist ja so mittlerweile mein absoluter Liebling. Ihr kennt das ja schon. Ich bin ein bisschen obsessed mit dem, es tut mir leid. Ich benutze irgendwie nie was anderes mehr, glaube ich, aber ich gebe mir in Zukunft ein bisschen Mühe, okay? Als Blush nehme ich eins von dieser Anastasia Beverly Hills Palette. Die habe ich ganz neu und die probiere ich jetzt gerade mal so ein bisschen aus. Bisher mag ich das sehr, sehr gerne. Und ja, habe ich einfach als Blush aufgetragen, wie man das so macht.
Ich glaube, der schönste, beste Highlighter auf dieser Erde für die Weihnachtszeit ist Becca Champagne Pop. Das ist einfach so ein perfekter Weihnachtshighlighter, wie ich finde. Da habe ich einfach ganz normal aufgetragen, so wie man Highlighter eben aufträgt. Und ich finde, der passt unglaublich schön. Ich wollte die Lippen relativ neutral halten, weil die Augen schon so ein bisschen rot sind. Deswegen habe ich Dose of Colors Truffle genommen und den auf meinen Lippen aufgetragen. Das ist einfach so eine schöne, recht neutrale Farbe. Richtig, richtig hübsch auf jeden Fall. Und damit ist dieser Look, mit dem ich nicht so hundertprozentig zufrieden bin, fertig. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr an meiner Stelle anders gemacht hättet, weil, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so ganz überzeugt davon. Aber vielleicht mache ich nochmal einen. Wer weiß, vielleicht inspiriert ihr mich ja so ein bisschen dazu, nochmal auszuprobieren. Aber ja, das hier ist das Endergebnis. Wie ihr seht, haben wir alle mal ein bisschen schlechtere Make-up-Tage. Für mich persönlich ist das hier so ein bisschen Fail. Aber ja, ihr wolltet den Look trotzdem sehen, deswegen hier ist er. Bitteschön. Ihr findet jetzt hier rechts mein letztes Video und eine Playlist mit allen weiteren Videos aus dieser Videoreihe. Wir sehen uns dann morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.